euch. Ich bin wieder euer Francesco und hier, heute zeige ich euch, was ihr super einfach und mit ganz wenig Zutaten zubereiten könnt. Nämlich Pizza à la Topf. Ja, und wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Koch, der Profi, der Promi-Koch von Homietown. Ja, und Kameramann, du gehst gerade falsch. Wir müssten nämlich in der Küche sein. Prost. Jo. Hallo und willkommen in meiner Küche. Und wir kochen jetzt, genau, Pizza à la Topf. Dazu braucht ihr folgende Zutaten. Einen Herd, den habt natürlich jeder. Und dann braucht ihr noch einen Topf, den hat natürlich auch jeder. Und wenn man einen Topf hat, dann braucht man, hat man auch einen Topfdeckel. Den hat natürlich auch jeder. Und jetzt kommen wir wieder zu den Zutaten. Da braucht ihr ein frisches Brötchen. Ja, vom Bäcker ist egal, das schmeckt alle sowieso gut. Ja, ist noch alles fertig gebacken, aber der gibt den Teig nachher ab. Und ja, den legt ihr jetzt hier rein und den müsst ihr dann platt walzen. Dann brauchen wir kurz die Gewürzmischung, ist natürlich alles frisch von mir gemacht, ne, genau. Und ja, das Wichtigste ist, ihr müsst das mit Verpackung reintun, weil das gibt den Käse nachher so den Glanz und es brennt gut. So, einfach hier so reinlegen. So, dann halt irgendwie, wo habe ich das jetzt? Ah, meine Mutti, die sortiert hier alles immer so um, also da komme ich nicht klar. Bisschen Pfeffer hier, yeah! Und dann noch ein bisschen Salz, ne? Für den Geschmack. Ein bisschen Salz ist immer gut. Und jetzt flambieren. Oder jetzt warten wir kurz. Jetzt wird das schön geschmeidig und ja, das kriegt so einen Rauchgeschmack. Ist eigentlich ganz nicht schlecht, aber ja, das ist Geschmackssache. Die Italiener sind bekannt für ihren schlechten Geschmack und ja, jetzt kommt noch ein bisschen Würze, wie gesagt. Nee, ein bisschen Würze, ja, fein, fein, fein. Und ein bisschen Pfeffer, ein kleines bisschen Pfeffer, ja, genau. So, und jetzt muss das erstmal ganz kleines bisschen garen. Genau, perfekt. Seht ihr das Weiße da, genau. Das ist, ja, ihr müsst aufpassen, das ist ziemlich kostspielig, denn, es ist ein bestimmter Brennstoff, den man da verwenden muss, damit das auch schön knusprig wird. Und ja, so ist das gut, so ist das richtig fein, schön schwarz. Das Endergebnis sieht dann immer besser aus, aber ja, ihr werdet gleich sehen, das ist eigentlich ein ganz simples Ding. Seht ihr das da? Da, ja, schön, die Tomatensauce und so. Und ja, das werde ich jetzt Homietown vorsetzen. Das ist nämlich sein Leibgericht. Wer es glaubt oder nicht. So, das Ganze muss jetzt ein wenig ruhen. Da sind die Aromen drin, auch heiß. Und wo ist die Tüte? Ah, genau. Perfekt. Das ist das Wichtigste. Okay, jetzt wird die Pizza zubereitet. Also. So, jetzt wird das Ganze noch hier ein bisschen zubereitet. Und voila! Wir haben eine Pizza. Bella Italia. Mir nicht.